Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu meinem neuen Let's Play, diesmal RimWorld. Endlich habe ich es mir mal geholt, obwohl zwei Freunde mir schon vor... Das war vor über einem Jahr, haben die mir schon gesagt, boah, mach doch mal RimWorld. Ich habe zugegebenermaßen leider nicht auf die gehört, was mich ein bisschen ärgert, weil ich mir das Spiel jetzt erst vor kurzem geholt habe. Und ich muss sagen, es ist ziemlich geil. Also von daher, ne? So, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir gründen erstmal eine neue Kolonie. Ich werde erstmal nur das normale RimWorld spielen. Über Mods können wir uns später noch unterhalten. Fangen wir erstmal an. Ich würde sagen, wir nehmen den Absturz ganz normal. Guck mal kurz im... Ach so, nee, Editor wollen wir nicht. So. Wir nehmen ganz normal das Szenario Absturz. Empfohlen wurde mir vom Eisenhut Cassandra Classic. Und ich würde sagen, wir machen erstmal auf einfach. Ne, ich will jetzt nicht friedlich, weil ich will schon ein bisschen was erleben. Deswegen machen wir erstmal auf einfach und schauen mal, wie wir da so weit kommen. Seed, Verzweiflung, Leer, Atombombe, Chirurgen. Ich verstehe gerade nicht, was ein Seed sein soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich check's nicht. So, Planet hat immer dieselbe Größe, da er aber sehr viel größer ist, als man zum Spielen braucht, generieren wir normalerweise nicht die ganze Oberfläche, da das sehr lange dauern kann. Der hier eingestellte Prozentsatz gibt an, wie viel der Oberfläche des Planeten generiert wird. Gut, lassen wir auf 30%. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Chirurgen. Was auch immer das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Und wir generieren uns eine neue Welt. Also ganz kurz, das Tutorial habe ich tatsächlich schon gespielt, so ein bisschen, dass ich mal so ganz grob weiß, worum es geht. So, wir haben, was haben wir denn hier? Fraktion Aschgraue Kamel, Hattetuch, da wieder Hattetuch, wir sollten ein Stückchen Wald nehmen. Die sehen jetzt nicht so aus, als wären die unsere Homies, deswegen sollten wir uns von denen ein bisschen fernhalten. Würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen würde ich doch sagen, gehen wir einfach mal hier hin, gemäßigter Wald. Ja, komm. Nehmen wir den weiter. So, ich habe einen Tipp bekommen vom Eisenhut auch nochmal. Der hat mir da so mal ein bisschen gesagt, worauf ich am Anfang achten sollte. Und zwar, wir sollten gucken, dass wir Kolonisten haben, die keine Arbeit verweigern. Dass wir im Optimalfall einen Landwirt haben. Dass wir einen haben, der sich mit Medizin auskennt. Und dass wir einen haben, der, glaube ich, kochen kann. Ich glaube, das waren die Basics, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen, ich gucke jetzt erstmal, dass wir hier jemanden haben, der nichts verweigert. So, okay, geistige Arbeit, da bist du am Brennen und Kochen. Gut, dann nehmen wir doch mal dich. Die gute Ehre Nightingale. Schussnarbe am rechten Arm. Ja, gut, okay, ist jetzt nicht so die Welt. Dann... Okay, Künstler brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Konstruktion, Bergbau, ja, grundsätzlich nicht schlecht. Was haben wir hier? Kochen warst du fit. Okay, das heißt, du brauchst... Ich lasse den erstmal. Wir gucken erstmal hier weiter, dass wir da einen guten Landwirt finden. Hm, da ist er immerhin interessiert. Das heißt, er lernt da ganz gut. Wollen wir ihn nehmen? Hat auch ein bisschen Handwerk. Er kann konstruieren und Bergbau. Und Medizin hat Ette hier... Ach, bis jetzt habe ich mich verklickt. Egal. So, hier haben wir jemanden, der konstruieren kann, der gut mutieren kann und der gut Medizin kann und auch ein bisschen Landwirtschaft. Ja, Landwirtschaft haben wir sogar zwei. Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die drei und legen einfach mal los. So, der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch deine Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Schwing! So, da sind wir. Wir haben auch eine Katze. Oh, ich liebe Katzen. Die, die mich kennen, wissen das ja. So, wir müssen jetzt erstmal alles freigeben. Was hier so an Ressourcen rumliegt, dass die Leute auch damit arbeiten können. So, Moment. Wir machen mal kurz Pause. Wir müssen nämlich einmal schauen, wer mit Schusswaffen ganz gut kann. Du kannst Nahkampf ganz gut. Das heißt, Moment. Heißt, wir machen das so. Wir geben dir mal das Messer.
So, oh, Fernkampf ist ja eine relative Graupe. Egal, wir müssen ja jedem jetzt irgendwie eine Waffe geben. So. Sammel schon mal die Waffen ein. Wir müssen uns mal kurz das Gelände anschauen. Hinten haben wir schon ein bisschen was an Räumlichkeiten stehen. Das könnten wir vielleicht nutzen. Ich sollte auch immer laut Eisenhut darauf achten, dass wir so eine Geothermalquelle irgendwo haben, damit wir da später ein Kraftwerk drauf bauen können. Haben wir auch noch ein paar Räumlichkeiten. Haben wir hier überhaupt keine Geothermalquellen oder bin ich gerade einfach nur blind? Ich glaube, ich bin blind. Nein, da ist einer. So, das hier sind Schieferwand, okay. Wollen wir uns da mal hier so einnisten? Oder haben wir noch irgendwo... Ja, da hätten wir da oben noch was. Ja, komm, wir nisten uns einfach mal hier ein. So, Strukturen. Wir brauchen erstmal einen Lagerraum. Moment, hier ist das Kraftwerk. Okay, alles klar, dann machen wir hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, falsch gedacht, ich muss 12x12 nehmen. Damit ich einen 10x10 großen Raum habe. So. Dann, Zonegebiet. Das wird die Lagerzone werden. So, den könnte auch schon... Und die Bäume hier könnte schon mal fällen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Raum, wo ihr Bubu macht. So, das nehmen wir mal in Besitz. Und ein Stück reißen wir da einmal ab. Oh, eine Tür sollten wir hier natürlich reinbauen. Das wäre natürlich ein bisschen schlecht, wenn wir da keine Tür hätten. Die kommt hier oben hin. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. So, das Granit ist weg. Wunderbar. So, dann wird jetzt das Dach einmal hier hingeklatscht. Die holt, glaube ich, auch so langsam mal die Lagerware. So, hier haben wir einen Raum. Ich würde sagen, weil das ein recht kleiner Raum ist, machen wir da doch mal einen Schlafraum draus. Ja. Müssen wir da einfach nur Betten reinstellen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Bedürfnisse. Fühlt sich soweit gut. Scheuliche Umgebung. Zurückgewiesen von Decker. Oh nein. Gut. Ich würde sagen, wir stellen erstmal jetzt jedem hier drei Betten hin. Also jedem ein Bett. So meine ich das natürlich. Hier kommt auch wieder eine Tür rein. Und wir brauchen natürlich einen Schlafplatz für unseren Hund. Ach, ein Anbaugebiet brauchen wir noch. Stimmt. Wo machen wir das denn hin? Ich würde sagen hier. So, dann machen wir jetzt einfach mal 10x10 Felder. Genau, Kartoffeln werden da gepflanzt, das ist soweit, okay. So, Gebiet freigelegt. Achso, ja, stimmt, ich habe ja das Gebiet für mich beansprucht. Respektive für uns. Wir müssen noch bei der Lagerzone, da müssen wir das Feld noch hinzufügen. Böden. Da das hier nur ein Lager ist, würde ich sagen, machen wir einen einfachen Betonboden dahin. Struktur Möbel, so. So, dann machen wir für unser kleines, für unsere kleine Kratzi, machen wir dann noch einen Schlafplatz hin. Bitte alles in Ordnung hat. Was machst du? Pennst du jetzt hier? Ich glaube, der pennt. Ja, gut, ich habe ein bisschen getrödelt hier mit dem Aufbau. So, es wäre jetzt cool, wenn ihr hier nochmal ein paar Betten weiterbauen würdet. Ja gut, da pflanzt jemand Kartoffeln an. Das ist ja auch erstmal wichtig. Leute, ihr müsst nicht immer draußen pennen. Ihr dürft durchaus hier mal eure Betten nutzen. Ah, endlich pennt jemand in einem Bett.
Ja, ihr pennt jetzt auf dem Boden, weil ihr hier das Bett nicht fertig gebaut habt. Toll, merkt ihr selber. Oh, Moment, da habe ich ja noch was. Habe ich noch irgendwas, was verboten ist? Nee, ne? Ach, ich habe kein Holz mehr, daran liegt es. Ja gut, dann würde ich sagen, geben wir doch mal ein paar Befehle. Und zwar, dass wir ein bisschen Holz hacken. Jetzt pennt leider nur einer hier ein bisschen komfortabler. Aber gut. Früher oder später kriege ich immer das schon hin. So, die Pflanzen entfernen wir hier mal. Genauso wie wir die Sachen hier mal wegtragen. So, der Tag bricht an. Das ist schön. Betten benötigt Jäger ohne Fernkampfwaffe. Moment, Moment, Moment. Wer hat denn hier keine Fernkampfwaffe? Ach, du, oh, du bist der Jäger. Ja gut, okay, dann... Ich muss jetzt mal überlegen... Das Übungsgewehr lässt du mal fallen und du... lässt das Messer fallen. Rüstest stattdessen das Gewehr aus und du schnappst dir das Messer. Wir sollten hier auch mal einen kleinen, ne, einen Tisch bauen. Mit ein paar Stühlen dran. Moment, den müssen wir drehen. Dass die da zumindest auch vernünftig essen können. So, dann muss ich auch zeitnah gucken, dass wir uns um Mampf kümmern. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Holz. Ja, dass wir da nämlich die Betten endlich mal fertig kriegen. Sehr schön, jetzt haben wir da auch eine Tür, können auch mal hier ein Dach über dem Kopf haben, wunderbar. Trotzdem fände ich es geil, wenn ihr noch ein bisschen mehr Holz fällen würdet, ihr Lieben. Stellen wir uns erstmal eine Fackel dahin. So, haben wir doch mal ein bisschen Licht hier, ist doch schön. Wo ist eigentlich unsere Katze hin? Kratzi, wo bist du? Tiere. Bist du das? Sassy. Katze der neuen Gemeinschaft. Training. Kann einem Meister zugeordnet werden. Okay, okay, okay. Robin Decker, okay. Dann darfst du hier die Katze ausbilden. Gleich. Also wir müssen noch mal gucken, dass wir... Ein Kolonist ist untätig. Warum das denn? Na gut, dann würde ich sagen, wir brauchen sowieso noch ein paar Räumlichkeiten. So, machen wir jetzt 12 mal 11. Hä? Was? Nee, okay. So, hier wird alles verarbeitet soweit. Kommt hier dann eine Tür rein. So war zumindest die Theorie. Wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Warum willst du eigentlich nichts machen? Sekunde, wir gucken mal kurz nach der Arbeit. Das ist die Erin. Was macht die denn? Feuerwehr, Patient, Bettruhe. Schalten, Aufseher, Tierpflege. Okay, Tierpflege ist schon mal gut. Kunst, Forschen. Ja gut, wir brauchen nämlich mal zeitnah hier so ein Forschungstischchen quasi. Wir haben noch 38 Nahrung. Das ist jetzt natürlich nicht so pralle. Leute, ihr müsst mehr Holz hacken. Definitiv. Und der Decker scheinbar der Einzige ist, der Holz hackt. Machen wir das mal dahin. Aber ich weiß nicht, weil das sieht so aus, als wäre der Eingang nach unten. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Egal, wir müssen einfach mal schauen. Aber warum kommt unsere Kratzi nicht mit? Die soll mitkommen. Muss ich dann irgendwie noch was... Eine Zone oder so? Nee, Schneeräume. Arbeitsgebiet. Okay, okay, okay. Und da kümmern wir uns gleich drum. Möbel. Ein Bett findet hier. So, Schlafplatz. Ach, das muss... Ah, da ist sie doch. Sehr schön. Das brechen wir mal ab. Ah, unsere kleine Kratzi. Hm.
Ich hoffe, das klappt mit dem Dressieren hier. Sehr schön, du. Außer Wetter, ja, genau. Hock erstmal hier doof rum, das ist eine super Idee. Nahrung benötigt Verteidigung. Ah, Verteidigung, stimmt. Sekunde mal, da brauchen wir doch mal eben... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Irgendwo kann man doch Sandsäcke bauen. Sicherheit. So, wo sollen wir es hinbauen? Ich würde sagen, hier unten hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Moment, ich muss ja eben kurz schauen. Ach, Stahl brauche ich. Oh, wo kriege ich den denn jetzt her? Was haben wir hier? Granit. Ja, gut. Schauen wir mal, wo wir es herkriegen. Warum auch immer ich Stahl für Sandsäcke brauche. Erschließt sich mir jetzt nur bedingt. Ach, der Boden ist so instabil. Das ist jetzt natürlich Mist. Ich habe nicht gedacht, dass es hier irgendwie so Bodenbeschaffenheiten gibt, auf die man achten muss. Gut, machen wir es anders. Dann machen wir das so. Da haben wir auch ein bisschen Platz, uns zu verteidigen. Wunderbärchen. So, die kommen mal alle weg, bitte. Weiß doch nicht, wohin. Aber Moment, wir brauchen, glaube ich, noch so eine Müllzone, ne? Abfallzone. Da kommen bestimmt die ganzen Sachen hin. Moment, was haben wir denn hier? Stahl! Stimmt, ich muss mich ja auf der ganzen Karte umgucken, ob ich da noch irgendwas rumfliegen habe, was ich freigeben muss. Jetzt habe ich irgendwas zum Angreifen. Seht ihr noch irgendwas? Also ich sehe jetzt gerade nichts. Vielleicht wäre es auch cool gewesen, wenn wir uns das hier beansprucht hätten. Aber gut. Wäre, wäre Fahrradkette, ne? Oh nein, ich... Ah! Haha! Da haben wir ja doch noch was. Ich wollte schon aufgeben. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Stahl. Sehr schön. Noch mehr Stahl. Mein Gott. So viel Stahl hier, es ungenutzt rumlag. So, ich würde sagen, das war's. Mehr haben wir vermutlich nicht. Okay, so weit, so gut. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt erstmal hier Böden. Komm, ich würde sagen, hier soll man sich wohlfühlen. Deswegen machen wir da mal einen schönen Holzboden rein. Und wir sollten vielleicht... Ich muss ja eben schauen. Genau, wir brauchen dringend einen einfachen Labortisch. Der kommt hier hin. Schlachtertisch, genau den. Ich würde sagen, ich mache mal jetzt hier... Mache ich eine Kühlanlage rein, dass hier das auch schön gekühlt ist. Dann können wir nämlich hier auch unser Essen zubereiten im Lager. Finde ich soweit eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Dann kümmern wir uns mal um die Forschung. So, solange du keinen Labortisch hast, ist schon klar, werde ich nicht forschen. Die grünen Sachen haben wir schon erforscht. Alles andere müssen wir noch erforschen. So, Eisenhut hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall hier zeitnah auf geothermale Energie gehen. Deswegen würde ich sagen, forschen wir als erstes mal die Grundlagen der Mikroelektronik. So, da hätten wir schon unseren Forschungstisch. Moment, ich habe vergessen, ich brauche ja noch die Abfallzone. Ich mache die jetzt erstmal hier hin. Einfach nur, ne? Moment. Das löschen wir mal, denn ich sehe gerade hier, könnten wir noch ein bisschen was ernten. Und da will ich mir noch nichts zumüllen. So machen wir das.
Mampf. Ah, und jetzt haben wir auch endlich einen Platz, wo die ganzen Felsen hinräumen. Das finde ich super. Und wir bräuchten auch mal Licht. Deswegen werde ich mich jetzt noch zeitnah... Befeuerter Generator? Nee, ich würde sagen, wir setzen direkt auf saubere Energiequellen. Achso, die sind noch nicht ausgewachsen. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal freie Fläche. Ach, guck an, wer seid ihr denn? Soldier, männlich. Oha. Wollen die mir jetzt was Böses? Na, das sind Bekannte. Oh Mensch, so. Eine Besuchergruppe, so. Eine Gruppe der Fraktion Hattetus besucht die Kolonie. Sie scheinen ein paar Gegenstände dabei zu haben. Okay, das ist schön. So, ihr Lieben, was die Besucher wollen, das würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich vorerst fürs Zuschauen, bin gespannt, wie es weitergeht und ob wir überhaupt hier unsere Kolonie vernünftig aufgebaut kriegen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.